Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Meier Podcast. Wir befinden uns in der Halle 02 in Heidelberg. Aus welchem Grund? Der Grund sitzt rechts von mir. Joy Dinalani. Heute Abend im Konzert. Joy, du gibst heute Abend sozusagen das Kick-Off-Konzert. In Deutschland für dein Maureen-Album. Mhm. Aufgeregt? Nervös? Ja, doch, einigermaßen. Ich bin natürlich schon konzentriert und hoffe natürlich, dass alles richtig läuft und so weiter. Aber ich bin guter Dinge. Maureen, dein Album, ja. Weswegen du unterwegs bist auch. Im Vergleich zu Born and Raised empfand ich es so, kannst du mir ja wie gesagt gerne widersprechen, ich finde das immer schön, wenn Leute immer widersprechen. Ich bin schon so ganz nervös. Jetzt was denn? Nee, überhaupt nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's heute nochmal durchgehört, deswegen kam ich nämlich drauf. Ein Album mit sehr viel Tiefgang, wie ich finde. Was sagst du denn, wenn man das so ausdrücken würde, warum hast du denn nicht Maureen Dear Diary genannt? Weiß ich nicht, bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ich wollte eben was Kurzes und Knackiges und habe eigentlich gesucht nach einem Titel, der sozusagen diese letzten Jahre, den Reifeprozess, das, was ich gelernt habe im Leben, so ein bisschen spiegelt. Und ich fand Maureen ganz passend, weil es vielleicht auch eine neue Seite ist, die ich da inhaltlich gezeigt habe. Also etwas vielleicht ein Album, das sich mehr mit Liebe befasst noch als die anderen Alben schon. Und dann fand ich das eigentlich eine ganz gute Wahl, weil ich bin das, Maureen. Man weiß es nur nicht. Okay. Und ich fand, es klingt schön, als ich es aufgeschrieben habe. Fand ich, es sieht auch schön aus, rein grafisch. Und habe ich gedacht, das ist es. Okay. Dein Zweitname ist ja auch Maureen. Ach so, ja, natürlich. Also das ist natürlich voraus. Ich wollte dich mal kurz daran erinnern, dass das so ist. Entschuldigung, ich heiße Joy Maureen Dinalani. Das ist mein Name. Genau. Schön. Also ich bin aber auf Dear Diary gekommen. Deswegen, um das nochmal zu formulieren eigentlich grundsätzlich. Ich fand das sehr authentisch. Du hast ja sehr authentische Züge, sehr authentische Lyrics. Mhm. Und deswegen fand ich ja, man macht ja, sag ich mal, wenn man ein Album produziert, ja auch ein gewisses Zeitfenster auf, in dem welche mit Emotionen verknüpft sind. Und deswegen kam ich auf Dear Diary, wo ich dachte, ach, das passt ja irgendwie alles schon, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, sag ich mal, dein Leidensweg chronologisch aufgeführt wird. Das möchte ich jetzt nicht. Hast du gesagt. Ja, okay. Gut, es waren so ein paar Passagen. Lebensweg. Viel, viel schöner. Dein Lebensweg sozusagen. Deswegen kam ich nämlich drauf. Ja. Aber inhaltlich, wo würdest du denn die gravierendsten Unterschiede zwischen Born and Raised und Maureen sehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, dass es sich inhaltlich doch noch ein bisschen mehr mit sozusagen dem breiten Spektrum der Liebe auf allen Ebenen beschäftigt als die beiden Alben davor. Mhm. Das kann man vielleicht sagen. Also es ist ein Liebesalbum. Und warum Deutsch und nicht Englisch, wie Born and Raised? Ja. Also ich habe mich einfach während der Produktion viel mit dieser Frage auseinandergesetzt, die immer wieder während der Born and Raised Phase kam. Warum machst du das jetzt auf Englisch und so? Und was mir immer wieder störend aufgefallen ist, war sozusagen der Vorwurf oder die Unterstellung, ich mache jetzt englischsprachige Musik, weil ich jetzt den großen Sprung in die weite Welt schaffen will und mich wohl zu gut fühle für Deutschland, Schweiz und Österreich. Das war natürlich nie der Ansatz, sondern ich bin quasi mit der englischen Sprache als Muttersprache des Soul aufgewachsen. Das ist, wo ich mich eigentlich zu Hause fühle, nach wie vor. Und deswegen wollte ich diese Born and Raised Platte machen, weil das einfach für mich sprachlich der Ort ist, wo ich herkomme musikalisch. Und wie gesagt, habe ich mich aber mit dieser Frage beschäftigt, warum nicht auf Deutsch? Und habe ich gesagt, gut, ich probiere es zu übersetzen. Denn man muss dazu wissen, die Maureen-Platte ist erst auf Englisch entstanden. Bevor sie auf Deutsch entstanden. Also diese Platte ist eigentlich eine englischsprachige Platte, die übersetzt wurde. Tricky, ne? Und ich fand es eine Herausforderung zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich so einen Song übersetze, und so Stück für Stück haben wir dann übersetzt und so war auf einmal die Maureen-Platte eine deutschsprachige Platte. Wird es denn ein internationales Release mit englischen Lyrics geben? Ich denke ja. Ah, das wäre schön. Ich finde auch.
Ja, dann bleibt mir ja auch fast nichts anderes übrig, als dir viel Spaß heute Abend zu wünschen, Joy. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Und dann bleibt mir auch wiederum denn auch nichts anderes übrig, als bis zum nächsten Mal zu sagen. Tschüssing.